Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder dabei seid. Heute habe ich euch wieder viele kleine Telefonschnipsel mitgebracht, die so nicht für ein eigenes Video gereicht haben, doch trotzdem ziemlich lehrreich sind, was wir hier für kriminelle Energie an der Telefonleitung zu spüren bekommen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung, mit was für Menschen es wir hier wirklich zu tun haben. Guten Tag. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag. Zuschlagen. Was? Hallo. Ja. Manuel Benson. Manuel Benson für Sie da. Von der Firma Swiss Pro. Ich sehe, dass ich hier zuschlagen. Ja. Und ich bin der Mensch von der Firma Swiss Pro. Wir bieten eine automatische Software für unsere Kunden. Okay? Also, das ist eine Roboter. Der Roboter handelt kostenlos für Sie. Also er kauft Aktien oder Kryptowährungen und verkauft für Sie so gut wie möglich, damit Sie Geld am Finanzmarkt profitieren können. Der Roboter läuft automatisch, hier zuschlagen. Sie brauchen keine Zeit investieren bei uns. Okay? Also dieser Roboter kauft und verkauft verschiedene Aktien, Kryptowährungen für Sie, ja? Aha. Kauft und verkauft für Sie, so macht Ihr Gewinn. Also da sind das viele verschiedene Aktien, Beispiel Tesla, Microsoft, Apple, aus den Kryptowährungen, also Bitcoin, Ethereum, Solana, wissen Sie. Also kauft und verkauft und so macht Ihr Gewinn. Und natürlich wegen den Auszahlungen, das können Sie jederzeit machen, okay? Also, die Auszahlung passiert ganz einfach. Sie müssen klicken auf Auszahlung, schreiben Sie Ihre Kontonummer, schreiben Sie, wie viel Betrag möchten Sie auszahlen lassen und das Geld kommt direkt auf Ihre Konto, okay? Aha. Also, und wie gesagt, auch ganz wichtig ist, der Roboter läuft automatisch. Ja, Sie brauchen keine Zeit investieren bei unserer Firma. Und haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder das ist für Ihr erstes Mal? Was denn? Wie bitte? Ja, das war die Frage. Ich habe Sie nicht gut gehört. Ja, ich Sie auch nicht. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Welchen denn? Also mit dem Online-Handel. Mit Aktien, Kryptowährungen? Nö. Haben Sie nicht? Mhm. Okay, das ist natürlich gar kein Problem. Wie gesagt, der Roboter läuft automatisch. Ja? Und damit wir Ihr Handelskonto aktivieren, das passiert mit einmaliger Investition von 100 Euro. Okay? Ja, wo nehmen Sie die her? Nicht von mir. Von wem soll ich das nehmen? Ja, weiß ich nicht. Nicht von mir. Okay. Okay. Alles klar, das machen wir so. Ja? Was denn? Ja, und dann hat er sich schon aus dem Staub gemacht. Ist ja irgendwie komisch. Also der stammelt sich was zurecht und man soll da sein Geld investieren in so ein System bei jemandem, der unsere Sprache nicht mal richtig vernünftig flüssig beherrscht. Ich weiß mal auch nicht, was die sich jedes Mal vorstellen. Das Schlimme ist, hier zahlen tatsächlich Menschen ihr Geld ein. Aber dass man hier garantiert nichts wieder rausholen kann, sollte, glaube ich, klar sein. Ja, bitteschön. Guten Tag, spreche ich mit Andreas Kott? Ja, Herr Kott am Apparat. Hallo, Herr Kott, das ist Thorsten am Apparat von Swiss Pro und die OYO Profit System. Profisieren, weil ich sehe, dass Sie haben eine Anfrage bei uns gestellt über unser automatisches Handelssystem. Ich sehe, dass Sie daran interessiert, unser automatisches System zu nutzen. Ja? Wann habe ich mich denn angemeldet? Sie haben Ihre Daten unserer Webseite hinterlassen für ein paar Monate. Der Grund, warum ich jetzt rufe, ist, weil im Moment gibt es gute Bedingungen auf dem Finanzmarkt, von denen wir profitieren können. Und wir haben ein Angebot über unsere Kunden, das ich habe nie gemacht, das System zu testen. Können Sie nur zu fragen, was war Ihre Erwartungen, wenn Sie haben die Konto eröffnet? Keine Ahnung, ist ja nur schon eine Weile her, haben Sie ja selbst gesagt. Sie möchten diese nur zu ausprobieren und etwas zusätzlich Gewinn zu verdienen. Was?
Okay, und habe ich Sie Erfahrung im Online-Handel oder das ist Ihr erstes Mal? Was denn? Okay, so Herr Gott, das System läuft automatisch. Und das bedeutet, dass Sie müssen nicht selbst zu entscheiden, wann zu kaufen und wann zu verkaufen. Das System wird den Handel für Sie erledigen und Sie können das Konto sogar von Ihrem Telefon aus zu überwachen. Aha. Habe ich jetzt eine noch Fragen? Nö, aber was soll ich auch fragen? Also Herr Gott, normalerweise, wenn Sie haben die Konto eröffnet, das Mindestbetrag für die Kontoaktivierung war 300 Euro. Aber jetzt ist die Angebote, dass Sie können das System zu testen nur für 50 Euro. So, Sie können die Ergebnisse selbst zu sehen. Und dann, wenn Sie möchten, mehr Geld zu verdienen, Sie können mehr zu investieren, aber das ist nur Ihre Wahl. Oder auf die andere Seite, wenn Sie danach der Meinung sind, dass das nicht das Richtige für Sie ist, Sie können die Geld zu abheben, löschen wir Ihr Konto. Ist das für Sie in Ordnung? Was soll denn da in Ordnung sein? Also ich weiß jetzt nicht, was Sie von mir wollen. Was möchten Sie denn? Ich wolle für Sie die Konto zu aktivieren, weil ich sehe, dass ich habe nicht gemacht, diese zu machen für ein paar Monate. Ja und? So, sind Sie interessiert, in eine zweite ständige Einkommensquelle zu machen? Ich bin erstmal grundsätzlich daran interessiert, einen vernünftig sprechenden Mitarbeiter ans Telefon zu bekommen. Well, Mr. Kott, you've registered on an English website, so if you decide that your my German is not that good, if you want, we can speak in English, so it can be easier for you. Was soll der Scheiß jetzt? Wir sind in Deutschland. Yes, but you registered on an English website, so you should be able to speak English since you registered on an English website. Kann ich einen Mitarbeiter geben, der fließend Deutsch kann? No, as I said, you registered on an English website, so you should speak English. Also können Sie kein Deutsch? No, I try to speak Deutsch, but apparently it's not good enough for you, so you might be trying to do it in English. Aha. So what were you looking to achieve with the system when you opened the account? What were your expectations? Also wenn ich irgendwas verstehen soll, dann reden Sie vernünftig Deutsch oder holen mir am besten jemanden, der Deutsch kann. Well, I try to speak in German, but you pretend that you don't understand it. Also so irgendwas fehlen, I don't see any problem. All of our German clients are understanding me, how only you cannot understand it, I don't know, but that's your problem. Also, Ihr Englisch ist genauso schlecht wie Ihr Deutsch, ich kann es nicht verstehen. Your German is not very good as well, but I'm not saying anything. Sie müssen mir irgendeinen deutsch sprechenden Mitarbeiter geben, der es vernünftig kann. But I can't understand your German as well, so I don't know how this is going to work. So, Mr. Kott, what were you looking to achieve with the system when you opened the account? What were your expectations? Okay, no problem. We'll try to call you again later when you're in a better mood. Have a nice day. Bye bye. So, kann mir mal irgendjemand erklären, was die Blitzbirne jetzt hier vorhatte? Also, es ist ja mal mehr als verwirrend. Erst spricht er auf Deutsch, kann das überhaupt nicht und labert einen dann auf Englisch voll. Tja, also irgendwie total unseriös. Also, ich meine, unseriös ist das ja hier alles, was wir hier auf dem Kanal hören, aber das sprengt ja mal wieder alles. Ich weiß nicht, was die sich damit vorstellen. Also damit macht man doch keine Kunden. Also ich meine, grundsätzlich machen die ja eh keine Kunden, sondern nur Betrugsopfer. Aber das ist mal wieder, ja, Intelligenzstufe absolut null. Keine Ahnung, wie die immer auf solche Ideen kommen, aber ihr hört's ja. Tja, absolut Wahnsinn, was so an der Telefonleitung alles passiert. Hallo, grüß dich, Daniela. Ich heiße nicht Daniela. Dann kann ich später anrufen. Hier gibt's keine Daniela. Nein, Ella. Hodensack Ella brauche ich. Ach so, ja. Hodensack ist am Apparat. Ach so, Entschuldigung. Firma Shop Online ruft an. Ich heiße Anna und es geht um Ihre Bestellung um Prostovit. Was für eine Bestellung? Das Produkt Prostovit für 492 Euro. Ja, was ist damit? Ich wollte wissen, ob Sie die Sendung bekommen haben oder nicht. Nee, ist nicht angekommen. Moment mal. Bei mir steht, dass Sie die Sendung abgelehnt haben. Stimmt das? Nee, das stimmt nicht. Am 9. war der Kurier bei Ihnen. Nee, war keiner da. Komisch. Die Sendung ist zurück bei uns geschickt. Falls Sie brauchen, kann ich noch einmal zu Ihnen schicken. Ja. Ja? Ja. Gut, dann. Ich schicke noch einmal zu Ihnen die gleiche Bestellung. Ja. Auf die gleiche Adresse. Braunschweigerstraße 555. Mhm. Und die Postleitzahl 12055. Ja.
Ja, auf dem Briefkasten steht Ihr Name, Holden Sack. Ja. Nur das oder auch Ella? Nö. Ja, gut, dann ich schicke noch einmal hin und Sie müssen 4 Tage bekommen. Ja. Ja. Alles klar. Dann. Danke. Mhm. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Ja, ja, die Bestellung für Ella Hodensack. Ist immer noch unterwegs. Schon absolut Wahnsinn. Ja, also dass die hier genauso unseriös sind wie die Trading-Betrüger, das erklärt sich, glaube ich, von alleine. Aber, tja, wie kommen die nur auf den Gedanken, an Ella Hodensack-Post zu verschicken? Ja, es scheint ja zu funktionieren. Aber die haben ja auch irgendwie den gleichen Akzent wie die Trading-Betrüger. Tja, also ihr wisst hier Bescheid, bestellt nicht irgendwelche komischen Ersatzpräparate oder Pillen über irgendwelche dubiosen Webseiten. Schon gar nicht, wenn euch nach der Eingabe eurer Daten direkt jemand anruft. Unseriöser geht's überhaupt nicht. Ja. Hallo? Ja. Gustav Kot, grüße Sie, Elisabeth Hack am Apparat und SwissPro, Online-Handelsplattform am Finanzmarkt. Sind Sie noch da, Herr Kopp? Ja. Ja, und wenn Sie das Konto aktivieren möchten, der Mindestbetrag zum Starten ist 50 Euro. Sie sind irgendwie leiser als Ihre Hintergrundmusik. Ist jetzt besser? Nö, jetzt ist nur die Musik noch lauter. Und jetzt? Die Musik ist immer noch laut. Ja, aber wie hören Sie mich? Das ist wichtig. Ja, jetzt höre ich Sie besser. Alles klar. Wie gesagt, der Mindestbetrag, mit dem Sie starten können, ist 50 Euro. Mit Kreditkarte und 100 Euro per Banküberweisung. Was denn? Bitte? Was denn? Ich höre Sie nicht. Nochmal. Was denn? Wie gesagt, Sie haben 2 Möglichkeiten zur Zahlungsart und dann werden wir Ihr Konto aktivieren mit unserer automatisierten Software am Finanzmarkt. Das heißt, Sie brauchen nichts zu machen. Das funktioniert nach einem Algorithmus. Verstehe ich nicht. Sie verstehen nicht? Nee, Sie nuscheln irgendwie so. Herr Kopp. Was denn? Ja, ich sage Ihnen ja. Was ja? Absoluter Wahnsinn. Musik, Lautstärke des Todes, man hört nix. Also hier ist es jetzt letztendlich wieder für euch rausretuschiert, die Musik ein bisschen runtergefadet, damit man überhaupt irgendwas versteht. Es ist der absolute Wahnsinn, was die sich einfallen lassen. Aber so kann man doch überhaupt nicht arbeiten. Das soll vom Finanzmarkt kommen? Unseriöser geht's überhaupt nicht. Von Anfang an ging's ja eigentlich wieder nur irgendwie um die Einzahlung. Dass mich die Musik da stört, hat sie überhaupt nicht interessiert. Ja, also, was soll man davon halten? Nix. Es sind Betrüger. Wie die anderen, die hier anrufen. Ja. Hallo, schönen guten Tag, Samuel. Mein Name ist Stefan. Ich will Ihnen über unsere Handelsplattform erzählen und alle Ihre Fragen beantworten. Sagen Sie mir bitte. Ich habe jetzt keine Zeit. 15:30 bin ich wieder da. Vielleicht kann ich vor 2 Stunden anrufen. Oder 3? 15:30. 15:30? Okay. Dann bis bald. Schön. Na, mal gucken, ob der sich auch an die Terminvereinbarung hält. Tja, ich finde es immer wieder interessant, dass die gar nicht so richtig zuhören. Und obwohl ich ja schon gesagt habe, wann ich erreichbar bin, müssen die immer noch mal ein zweites und, wenn es geht, ein drittes, viertes, fünftes, sechstes Mal nachfragen. Ja, weil die gar nicht in der Lage sind, richtig zuzuhören. Einfach nur der absolute Kracher. Tja, aber es ist immer wieder dasselbe mit den Betrügern. Ja. Hallo, Samuel. Wir haben schon mit Ihnen heute gesprochen. Ja, aber scheinbar scheinen Sie ja ein bisschen doof zu sein. Ich habe gesagt 15:30 Uhr. 15. Tja, also mit Terminvereinbarungen kommen die wohl irgendwie nicht so gut zurecht. Tja, es war nicht 15:30 Uhr, es war 15 Uhr. Aber er hat es ja noch 5-mal zurechtgestottert versucht. Ich habe dann hier an dieser Stelle aufgelegt. Guten Tag. Och, du hast aber schöne Musik im Hintergrund. Der Herz allerliebst. Ja? So,
Und jetzt? Kann man da bei euch eigentlich als DJ anfangen in der Firma? Ja, sucht ihr noch Mitarbeiter? Dann könnt ihr mir ja mal zeigen, wie ihr die Leute verarscht. Ja? Dann kann ich mithelfen. Aber deine Computermaus hört sich sehr, sehr alt an. Also so viel Geld könnt ihr ja gar nicht verdienen. Wollen wir was zusammen singen am Telefon? Hey, Pippi, Langstrumpf, tralali, tralala, tralahopsasa. Schnecke. Ja, du bist ja langweilig. Was erhoffst du dir denn davon, meine Schnuckelschnecke? Tja, so ist es, ja? Na gut, dann würde ich sagen, rufst du später nochmal an. Tschüssikowski. Ja, das war wieder der gruselige Mitarbeiter mit seiner Computermaus, der nichts anderes zu tun hat, als in seiner Freizeit bei uns ein bisschen anzurufen und dann eigentlich ja nichts zu sagen. Tja, ich weiß es auch nicht, was der sich davon verspricht. Ich meine, verdienen kann man ja so nichts. Nur seine Zeit irgendwie möglichst viel verplempern. Das wird wohl seine Absicht sein. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Der ruft hier tatsächlich schon etwas länger an. Und auch immer noch. Also den habe ich ja immer und immer und immer wieder in der Leitung. Man hört nur das Scrollrad, die laute Musik im Hintergrund. Und das war's dann eigentlich auch schon. Ja? Ja, hallo, Eva-Maria, Handelsplattform Six Trading. Aha. Es geht um Online-Investitionen an der Börse. Aha. Das heißt, ich habe von Ihnen dann eine Anmeldung, dass Sie Interesse haben, aber keine Registrierung. Ja, warum rufen Sie dann an? Um die Registrierung zu machen. Was habe ich jetzt davon? Naja, Sie können mit uns zumindest an der Börse Geld verdienen. Aha. Haben Sie denn schon mal investiert? Also schon nee. Erfahrung? Noch nie. Dann wäre es ratsam, mit einem Experten zu arbeiten oder über einen Bot, also automatisch über eine Software. Aha. Aber Sie wissen schon, dass man sowas Kaltakquise nennt, ja? Was kann man kriegen? Sowas nennt man Kaltakquise. Haben Sie denn Interesse? Das, was Sie also, da gerade machen, ist laut Telekommunikationsgesetz Paragraph 65 verboten. Nicht ganz. Wenn Sie sich bei uns angemeldet haben, nee. Dann waren Sie damit einverstanden, dass wir Sie telefonisch oder per E-Mail kontaktieren dürfen. Nein. Doch, da fehlt Ihnen das Double Opt-in. Nein, da möchte ich jetzt gerne mal Ihren Datenschutzbeauftragten aus der Firma sprechen. Okay, der ist im Moment nicht erreichbar. Der muss erreichbar sein. Der muss vorhanden sein, sonst dürfen Sie gar nicht telefonieren. Im Moment aber nicht. Das ist illegal, der muss da sein. Er ist ja da, nur nicht gerade erreichbar. Weil er im Gespräch ist. Ja, dann warte ich so lange, bis er dran ist. Dann in 10, 20 Minuten, wenn das in Ordnung ist, wird er Sie zurückrufen. Na ja, dann soll er in 10 bis 20 Minuten anrufen. Okay, dann gebe ich Ihre Daten weiter. Ja, bin ich ja mal gespannt. Ja, dann einen schönen Tag von meiner Seite aus erstmal. Wiederhören. Sehr, sehr interessant. Also das war doch hier wohl definitiv eine Deutsche. Also zumindest eine, die hier sehr lange lebt. Also das war ja akzentfrei Deutsch. Was war denn das? Also es war definitiv auch ein Betrugsanruf und definitiv auch illegal. Denn der Datenschutzbeauftragte hat sich hier bei uns nie wieder gemeldet. Das hätte ich euch gerne hier mit reingestellt, wenn er sich denn gemeldet hätte. Tja, also dem Anschein nach hat sie ja irgendwie nicht mal gewusst, was eine Kaltakquise ist. Aber ich finde erschreckend, dass die hier vielleicht sogar aus Deutschland anrufen. Na ja gut, es muss ja nicht heißen, nur weil die fließend Deutsch kann, dass die auch in Deutschland sitzt. Aber es ist schon erschreckend. Ich meine, immerhin hat sie ja dann verstanden, was ein Datenschutzbeauftragter ist. Aber der war auf einmal im Gespräch und kann gerade nicht. Ich habe ja angeboten, ich bleib so lange in der Leitung, bis er dann frei hat. Ja, wollte sie da nicht. Sie hat einen Rückruf angeboten, aber der ist nie passiert. Warum wohl? Tja, ich glaube, den Grund können wir uns alle denken. Was ist los? Hallo, spreche mit Homosexual?
Ja, ich bin Peter Frank von Arta Capital. Sie haben mit unserer Plattform registriert und eine Handelskonto erstellt. Aha. Okay, so haben Sie schon Erfahrung mit Finanzmarkt? Nee. Wie bitte? Nee. Okay, so kennen Sie, was ist Bitcoin und so kennen Sie das? Haben Sie gehört über das? Nee. Okay, so wir haben Ihre Daten bekommen, dass Sie haben registriert mit unserer Plattform. So wir möchten Ihnen helfen, Ihre Konto zu aktivieren. So von uns es ist so, like wir haben zwei verschiedene Systems, also Sie können wieder Handelskonto machen mit automatisch oder Sie können das kriegen eine Finanzberater. Hören Sie aber? Ja. Ah, okay, so das Sie können machen. So weil so, Ihre E-Mail Adresse ist homosexual@outlook.de. Ja. Ja, so wir haben Ihre Daten bekommen von Ihrer E-Mail Adresse, dass Sie haben registriert mit unserer Plattform, ja? Aha. Okay, so wir haben mit uns, wir haben drei Beträge. So der Standard Beträge, das ist 500 Euro und Sie bekommen 30% Bonus, so es ist 650 Euro, Sie haben in Ihrem Handelskonto. Und der Premium Beträge, das ist 1000 Euro und Sie bekommen 30% Bonus, so Sie haben total 1300 in Ihrem Handelskonto. Und wir haben noch eine Beträge, das ist nur 250 Euro, das ist für Anfänger, und Sie können lernen mit Ihrem Handelskonto, ja, mit, wenn Sie anfangen mit 250 Euro. Das ist zu teuer. Okay, wie bitte? Das ist zu teuer. Zu teuer, aber so, das ist, wenn Sie also anfangen, Sie können probieren mit 250 Euro und dann schauen, dass, zum Beispiel, wenn Sie investieren 250 Euro, Sie können jeden Monat ungefähr 800 bis 1000 Euro verdienen, jeden Monat. Das ist zu teuer. Ja, so, was machen Sie als beruflich? Nix. Nix? So, Sie sind arbeitslos? So, Nee. So, was machen Sie? So, wie leben Sie? Na, ganz normal. Ja, das ich weiß, aber wie bekommen Sie Ihre Einkommen von... Na, ich habe kein Einkommen. So, was machen Sie für Ihre Lebensmittel? Ja, da gehe ich an mein Konto und hole da Geld runter. Wie bitte? Da gehe ich an mein Konto und hole da Geld runter. Was meinen Sie? Na, ich hebe Geld ab. Das meine ich damit. Ja, ja, Sie, ich frage das, was, aber wie bekommen Sie Geld jeden Monat, wenn Sie sind dabei los? Na, ich hab das einfach. So, was machen Sie früher? Was? Was machen Sie früher? Was ist Ihre Arbeit? Was machen Sie? Was haben Sie? Was ist Ihre Ausbildung? Was machen Sie? Was ist Ihre Beruf oder? Ich habe keine Ausbildung. Sie haben keine Ausbildung. Okay. So haben Sie keine. Was haben Sie studiert? Nix. Nix. Okay. So was ist Ihr rauer Name? Weißt du? Was ist Ihr richtiger Name? Weißt du? Ja, der da steht. Sorry? Der da steht. Homosexuell. Hm. Okay. So was? Das ist Ihre Sexualität oder? Nee. Das ist Ihr Name? Ja. Okay. So, das ist, wir haben keine Zeit über reden über Ihren Namen, weil wir möchten Ihnen helfen, Ihre Konto zu aktivieren. So, wir, von uns, wir haben drei Beträge. So, Sie haben schon interessant gezeigt, so, dass Sie müssen entscheiden, mit welchem Beträgen möchten Sie anfangen, ja? Ist mir zu teuer. So, wie viel haben Sie denn? Das geht Sie nichts an. So, es ist so, like, wir haben nur diese drei Beträge, so, dass Sie haben das schon geschaut, ja? Ja. Okay, so, Sie müssen, also, wenn Sie gar nichts sagen, etwas, wir können Sie nicht helfen, weißt du, weiter. Ach so, na dann. Okay, so, wo wohnen Sie in Deutschland? Zu Hause. Hause, ich weiß, aber welcher Platz? Na, zu Hause. Wie bitte? Na, zu Hause. Ja, das ich weiß, aber... Okay, so... Ei. Mensch, da haben wir ja wieder eine ganz besondere nette Blitzbirne an der Leitung gehabt. Also ich weiß mal auch nicht, was die sich immer vorstellen. Diese ganzen persönlichen, privaten Fragen, das geht die doch alle überhaupt nichts an. Und ja, mal ein bisschen mit 250 Euro ausprobieren, da kriegen wir 800 bis 1000 Euro dann im Monat. Na ganz bestimmt, wenn ich da 250 Euro reinstecke, dann kriege ich da mehr als das Vierfache nachher wieder raus. Ist ja vollkommen logisch. Oh Mann, es ist der absolute Kracher. Und sowas sollen Leute glauben, dass man mit 250 Euro 1000 macht? Das ist ja Quatsch.
Also die machen da vielleicht 1000 Euro im Monat pro Person. Aber ihr werdet da definitiv bei solchen Firmen nichts rausholen. Lustig ist, dass das hier mal einer von diesen indisch sprechenden Leuten ist. Habe ich jetzt in letzter Zeit tatsächlich öfters gehabt. Weiß ich nicht, ob mittlerweile der Betrug den Kontinent gewechselt hat und die immer weiter wegziehen. Keine Ahnung. Aber unterirdisch ist es ganz genauso wie alles andere, was wir hier hören. Absoluter Betrug und Kriminalität. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen möchtet. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn wir was Neues auf dem Kanal haben. Außerdem findet ihr unter dem Video den Button Kanalmitgliedschaft oder Mitglied werden. Wer mag, kann hier gerne beitreten mit einem kleinen monatlichen Betrag, den ihr euch aus der Liste selbst aussuchen könnt, unterstützt ihr den Kanal finanziell für weitere Produktionen. Außerdem bekommt ihr kleine Goodies wie Smileys in den Chats oder Kommentaren und einmal die Woche einen bestimmten oder speziellen Hintergrundbeitrag in dem Community-Tab zum Thema Callcenter-Abzocke und Produktion, wie wir die Videos hier produzieren und viele weitere Dinge. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.